Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück. Gleiche Stelle, wo wir uns das letzte Mal ausgelockt haben. Wir werden jetzt einmal tanken gehen mit unserem Dirtbikechen. Die Frage ist, aber wir werden wahrscheinlich. Ja, wir müssen auf jeden Fall tanken. Wir gehen jetzt einmal tanken vor der Tankstelle vor uns. Werden dann nach unten fahren, werden dann den Reifen holen. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir das mit dem Verkauf nochmal zusammenkriegen. Es fehlen irgendwie so 1000 Dollar nach wie vor am Ende. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Notfalls. Wir fahren jetzt einmal. Ah, ich weiß nicht, ob hier schon was spawnt. Cool wäre es tatsächlich, weil wenn jetzt was spawnt, können wir doch mal die Position verändern. Wobei, naja, die werden uns vielleicht noch hinterher rennen. Ja, vielleicht gar nicht die beste Idee. Würde eher den Spawn tatsächlich, glaube ich, hier drin abwarten. Wir müssen mal gucken, wie es dann immer läuft. Ist ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, vor allem wenn die... Ja. Hab's noch mal einer gedacht. Okay, es hat irgendjemand dort beigefunden, sich hier ausgelockt. Ich wollte gerade sagen, hinter mir auch noch was. Okay, wir fahren einmal durch. Ich würde die gerne eigentlich wegmachen. Wir müssen nur gucken, dass wir keinen Sprenger haben. Aber ich habe jetzt zumindest nichts gehört. Da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Schade. Oh, bitte. Schade um die schönen Pfeile. Nach wie vor die glitschenden Puppets unangenehm. Einfach nur unangenehm. Gut, die latschen jetzt durch. Können erstmal rein. Aber. Ist der oben auf dem Dach? Wollen wir jetzt sagen? Dein Ernst? Das hat sich nämlich angehört wie Dach. What the hell? Okay. Zielen klappt noch auch mit dem Bogen. Wir brauchen nicht unbedingt ein schottischer Kilt. Den können wir verkaufen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt ein Stift. Geil. Premium Loot. Erinnert sich einer noch dran, was wir das letzte Mal gefunden haben? Der militärische Köcher zum Beispiel. Oh, hier ist die Tür sogar offen. Unangenehm. Ja, der Loot ist ja mal... Okay. Wir hatten schon besseren Loot. Danke. Die zwei Pfeile müssten wir eigentlich theoretisch noch holen. Es sind halt die Metallpfeile, die sind schon nicht schlecht. Problem ist, wir werden die sowieso irgendwann verschießen. Also ich werde diese Metallpfeile definitiv nicht behalten können. Egal, wie ich mich anstrenge. Am Ende werden die irgendwann weg sein, weil es sich einfach nicht lohnt. Ich hoffe, dass wir jetzt die nicht triggern. Oh Gott. Okay, in der Ego-Perspektive Motorradfahren geht gar nicht. Gott, war das wackelig. Ja, da stehen sie alle. Die Dudes. Und Dutinnen, ne? Dutinnen, auch gut. 600. Wir haben sogar noch 3 Dollar übrig, praktisch. 93 Dollar sind sogar noch übrig. Wir hätten vielleicht den Benzinkanister doch mitnehmen sollen. Wobei wir den großen... Ah, shit, wir haben jetzt den großen noch. Ja, das war tatsächlich ein Fehler. Kann ich die einsammeln? Ja. Ihn nicht, leider. Schade. Aber einen haben wir wieder. Also, wir fahren jetzt einmal runter, rüber bis zum Rad und holen uns das Rädchen. Danach geht's erstmal zum Rager. Erstmal, der Rager hat die höchste Priorität. Ich finde es cool, dass jemand da tatsächlich sein Motorrad auch hingestellt hat. Wir hätten mal gucken können nach dem Namen, aber es ist relativ irrelevant eigentlich. Aber Grüße an der Stelle, falls jemand die Folge sieht. Gerne mal kommentieren, wem das beigehört hat, wo ich beinahe reingefahren wäre. So, wir fahren jetzt hier runter, dann hier rüber, dann fahren wir die gerade Strecke hier bis hier rüber, dann wieder runter, hier. Ja, ist ein guter Plan, denke ich mal. Holen den Reifen, können noch die restlichen Materialien aus der Kiste vielleicht irgendwie rausziehen. Bin dann überlegen, ob wir doch noch hoch mal zum Händler... Türen. Brauch halt Benzin. Wir gucken mal. Oh, wir müssen eh hin. Wir müssen hindurch. Das kostet unnötig Benzin. Wir bräuchten auch ein Car Repair Kit. Ja, lootmäßig weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht ändern wir ein kleines bisschen die Route ab, damit sich's tatsächlich... Ah, hier war eh schon jemand unterwegs.
Zumindest, wieso ist die eine, alle andere Garage zu und die eine ist auf. Auch seltsam, aber okay. Ja, wir haben hier noch unsere Kiste stehen, da ist ein bisschen Loot drin. Also wir haben überall ein bisschen Loot verteilt, was uns auch ein bisschen Geld bringen würde, wenn wir den verkaufen. Ich sehe mich aber gerade eher nochmal 3 Schwerter rausholen, zum Händler zu fahren, die 3000 Dollar mitzunehmen, damit können wir den Rager volltanken. Aber mal gucken. Ich erkläre gleich, was ich vorhabe. Vielleicht, ich glaube, das ist der bessere Move, den wir am Ende machen. Dass wir ein bisschen, gut, Zeit sparen ist, sei mal das so dahingestellt. Aber dass wir noch ein bisschen was rausholen können. Ja, wir fahren jetzt aber die gelbe Straße entlang. Erstmal durchgehen, das glaube ich. Ja, so machen wir zumindest das Bike auch nicht kaputt. Wir fahren, wir bleiben auf der Straße. Straße ist allgemein besser. Ich weiß, Benzinverbrauch macht es keinen Unterschied. Da macht es eher die Strecke aus. Aber, ja. Zumindest machen wir da das Bike nicht kaputt. Wir haben auch schon wieder Hunger. Wir haben auch noch ein bisschen was zu essen da. Daran haben wir jetzt nicht das Problem. Wasser ist auch eigentlich nicht erstmal... Ja, wir haben noch 5 Wasser. Das ist eigentlich alles okay. Wir fahren jetzt dann hier gerade runter. Nach Skill wollte ich mal gucken. Fahren 90%, aber das ist normales Fahren. Also, können wir die... Können, oder? So. Wir sparen jeden Meter ein. So, Motorradfahren sind wir bei 63% immerhin schon. Okay, jetzt hier. Tatsächlich hier in dem Bereich fahre ich noch nie lang gefahren. Von hier aus würde ich allerdings, zumindest zum Händler, würde ich tatsächlich, glaube ich, ohne Karte sogar finden. Anders, das sieht so schwierig aus. Nicht irgendwo gegen den Baum dübeln. Danke. Das hat gut funktioniert. So, jetzt müssen wir... Gut, idealerweise nach links tatsächlich. Dann nicht direkt links. Hier. Ich wollte gerade sagen, da steht ein Auto. Nee, steht keins. Das ist ein Autofrack. Aber hier kann auch ein Auto, Dirtbike, Fahrrad, alles Mögliche stehen. Natürlich auch in den kleinen Bauerndingern. Das wäre tatsächlich was, wenn ich jetzt gar nichts finden würde, wo ich zuerst suchen würde. Also an den kleinen Stellen oder eben außerhalb der Karte. Vor allem beispielsweise hier oben auch mal oder hier. Hier auch. Hier geht es leider nicht, aber hier werden auch einige Autos stehen. Also tatsächlich im Atomkraftwerk sind sehr... Ich fahr gerade falsch. Im Atomkraftwerk sind sehr viele Spawnpunkte für Fahrzeuge. Aber du hast da den Nachteil, du kannst da nicht rein. Beziehungsweise du kannst zwar rein, du kannst theoretisch dann das Auto rausholen, wenn du die Teile alle hast, wenn du weißt, welche Teile auch fehlen. Aber du wirst dann mit ziemlicher Sicherheit daran draufgehen, an der Strahlenvergiftung. Wenn du da dich aufhältst ohne Anzug zum Beispiel. Aber du hättest dann zumindest das Auto. Wäre allerletzter Move, aber da werden definitiv 2, 3 Autos stehen, weil das sind massiv viele Spawner, ähnlich wie in der großen Stadt eben. Es sind hier in dem Atomkraftwerk, in der Stadt und so weiter, sind sehr, sehr viele Spawnpunkte. So, wir müssen jetzt dann rechts. Ich würde eigentlich gerne die Kiste gleich komplett mitnehmen. Mal gucken, ob wir das alles in den Rucksack kriegen. Dann könnten wir diese Kiste nämlich löschen. So, dann wieder rechts. Und dann gleich links. Ist das richtig? Bin unschlüssig. Doch, jetzt dann links und dann wieder rechts. So, hier vorne links. Oh Gott. Oh Gott, das ruckelt auch noch. Und rechts runter. Und dann hier hinten, da müsste die Kiste irgendwo sein. So, und hier ist dann wieder links. Ja. In der Stadt haben wir ja schon geguckt, da war jetzt nichts neu. Und hier irgendwo am Rand, aber ziemlich weit hinten, war unsere Kiste. Ja. Blaupause steht auch noch. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass natürlich nicht spawnt, idealerweise. So, wir haben unser Rager-Rad. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben den großen Benzinkanister, den ich... Kriege ich den mit? Ja. Mit 15 Einheiten. Oben können wir mal drauf gucken. Okay, wir haben die Jacke. Damit ist uns leider sehr, sehr warm. Wir nehmen mal das Zeug, was uns verkauftechnisch ein bisschen was bringt. Die Repairbox bringt uns momentan herzlich wenig, ehrlich gesagt. Die Firefighter-Hose ist noch okay. Die Gehhilfe kriegen wir nicht mitgeschleppt.
Die Candy Pops können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Den Schal. Das Seil bringt uns alles nichts. Das bringt uns auch nichts. Das Salz können wir noch mitnehmen. Der Rest ist für die Tonne. So, kleinen Moment. So, okay. Also, wir haben den Reifen dabei, wir haben das Benzin dabei. In der Holzkiste selber die Gehhilfe, $200. Das hier, wir könnten notfalls noch ein bisschen was tatsächlich mitschleppen. Ich bin hungrig, mir ist warm. Mustard, 30 Kalorien, das lohnt sich nicht zu essen. Diegel-Magazin jetzt nicht unbedingt brauchbar. Den Rest können wir mal so mal holen. Ist jetzt nicht essentiell wichtig, was wir sonst hier haben. Tatsächlich nur der Reifen. Die Überlegung ist, die ich gerade habe. Wir fahren mit dem Dirtbag hier hoch. Ich fahre mit dem Fahrrad einmal hier rüber. Mach den Rager leer. Beziehungsweise hab dann die neuen Benzineinheiten. Wir sind jetzt bei, ja gut, ein Viertel hat es mich gekostet, von hier oder von hier hier rüber zu fahren. Das ist auf jeden Fall als Strecke, aber ich würde so jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt noch $93 zum Tanken, das reicht halt nicht mal ansatzweise. Wir haben die neuen Benzineinheiten, die reichen aber auch nicht lange, dass ich mit dem Rager weit komme. Bis zur Tanke, ja. Die Überlegung wäre, ob wir vielleicht jetzt hier hinfahren wieder, hier hochfahren. Mit dem Dirtbike und den neuen Benzineinheiten komme ich zumindest zum Händler. Beim Händler Zeug verkaufe. Problem ist, dass wir halt jetzt momentan alles voll ist, was wir haben. Neuen Benzinkanister oder zwei neue Benzinkanister idealerweise, dann kaufe einen fürs Dirtbike und einen so und dann hier runterfahre. Also hier rüber und dann hier runterfahre. Oder ob wir jetzt zwar nach Hause fahren, das Fahrrad nehmen und mit dem Fahrrad einmal rüberfahren. Das würde uns das Benzin praktisch sparen, das Dirtbike würde schon mal zu Hause stehen. Wir brauchen sowieso wieder zu Hause. Tanken und so weiter können wir aber trotzdem nicht wirklich. Ich habe noch $76 so einstecken, die könnten mir zwar eins zahlen, aber das kommen wir auch nicht auf den grünen Zweig, letztendlich. Es ist egal, wie wir es machen, gehüpft wie gesprungen, relativ scheiße im Moment, weil ich einfach $500, $1000 zu wenig an, Benzin haben oder an Geld haben, damit wir uns Benzin leisten können. Es ist tatsächlich, also, hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das so reinreite, dass die Spritpreise anziehen. Gut, wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben. Warum denn auch nicht? Mittlerweile langst dir, oder schon seit langem, langst dir eigentlich auch nur noch an den Kopf, an der Tankstelle. Und denkst dir, okay. Davon essen andere den ganzen Monat, was ich gerade in mein Auto reingeschüttet habe. Okay, nee, das ist auch Schwachsinn. Nee, wir fahren da lang. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie abkürzen können, aber das ist alles, kommt alles aufs Gleiche raus. Das kommt alles aufs Gleiche raus. Also hier lang, dann hier oben lang. Repair-Kit fürs Dirtbike brauchen wir auch. Wenn wir halt das Auto haben, erstmal einmal voll haben, ist es kein Problem mehr. Weil dann gehen wir looten, kriegen das Auto wieder voll, haben Benzinkanister dabei. War ja noch nie das Problem. Der Benzin voraus ja auch, das ist das Gleiche, aber dass das Dirtbike tatsächlich so viel Benzin schluckt, du kommst halt echt nicht so weit. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, wir kommen locker mal über die halbe Insel, aber Pustekuchen. So, wir müssen hier lang. 26 Ruhmpünktchen. Gut, da tut sie momentan nicht viel. Wir töten relativ wenig Puppets im Moment, aber das wird jetzt dann mehr, sobald wir das Auto halt haben. Dann können wir auch wieder Loot-Touren machen, noch und nöcher. Vorher tut sie nicht viel. Ne, da ist nichts. Wir gucken mal. Wenn wir halt irgendwo stehen bleiben sollten, gut, in letzter Konsequenz wäre es, Auto stehen lassen, irgendwie Richtung Händler sich durchzuluten, beim Händler das Zeug zu verkaufen, Benzin zu, oder ein Benzinkanister zu kaufen, zum Auto zu laufen, fertig. Wir haben halt jetzt noch diese 9 Einheiten praktisch drin. Oder waren 9 Einheiten? 15 Einheiten sogar. Das reicht, ich glaube nicht. So ein Ranger passen schon ein bisschen mehr Einheiten rein. Ja, wir können direkt durchfahren. Das lohnt sich nicht, hier hochzufahren. Gut, hier wäre auch nochmal eine Tankstelle. Wobei, wenn wir so fahren, sparen wir schon ein bisschen was an den Weg, oder? Okay, komm, wir scheiß drauf. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es. Wir fahren jetzt direkt zum Rager, bauen den zusammen. Den hätte ich einfach gerne zusammengedübelt. Wir haben in der Stadt auch eine Tankstelle, wo wir tanken könnten. Wir fahren jetzt direkt Stadt hoch, hier rüber, hier rauf und fertig. Ich glaube, das spart nochmal ein bisschen was an Strecke, wenn wir jetzt aus rumdübeln.
Pümpel, nicht dübeln. Dübeln tun wir gerade. Weniger. Oh Gott, ich verrann mich hier in irgendwas. So, auch hier natürlich. Kurzer Check. Nope. Aber die guten Weintraubenfelder. Für Wasser. Aber wir haben Wassernahrung. Habe ich jetzt nicht das Problem. Wir haben diese Candy Pop Dinger dabei. Die geben unglaublich viel Kalorien. Also vom Fleisch fallen werden wir jetzt zumindest nicht. Hier mal kurz gucken. Scheint aber auch nichts gespawnt zu sein. Ja, auch überall Autospawner. Also zumindest einer. Nicht viele, aber einer. Ja, natürlich genauso. Bei jedem Bauernhöfchen kann alles Mögliche stehen. Oh, hier ist ordentlich was los. Aber alle Türen lustigerweise offen. Wir fahren tatsächlich hier durch die Stadt kurz durch, oder? Das heißt, auf der Straße... Ne, das ist die falsche Straße. Ja, ich muss aufpassen. Irgendwo da ist der Fluss. Den sollten wir mit der Brücke überfahren. Alles andere, da ist er schon. Alles andere kostet mir das Bike. Deswegen... fahren dann rechts. Eigentlich durchgehend rechts halten. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil da kenne ich tatsächlich den Weg nach hier oben nicht raus kenne. Idealerweise können wir halt das Dirtbike oben stehen lassen, können diese neuen Einheiten in den Ranger füllen und gucken, was passiert. Oder wir haben sogar ganz ideal, wir haben noch ein bisschen Benzin im Dirtbike drin, können das noch abzapfen, das Dirtbike komplett leersaugen und da erstmal oben stehen lassen. Wir können das hier wieder abholen. Das Auto ist momentan aber dann mehr wert wie der Rest. Okay, wir müssen reinfahren. Hier ist dann auch die Tanke, hier ist der Supermarkt. Wir können mal ganz kurz aber über den Parkplatz fahren, weil hier müsste ein Auto sein. Hier ist immer ein Auto. Wenn nicht, dann hier... Da ist ein Wolf, Leica. Aber wieso ist der... Martin K. Der hat dann sogar einen Motor drin und Fahrersitz. Wusste ich doch. In der Stadt spawnen immer Autos. Also wenn du Autos suchst, in der Stadt wirst du fündig. Ein Leica wäre hier schon mal. Cool. Werden zwei Räder für das Ding. Die kann ich ihm anbieten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier hinten links lang fahren. Das hat mir jetzt ein bisschen Benzin gekostet, aber ich wollte es jetzt wissen. Weil auf dem Parkplatz findest du immer einen Wagen. So, hier ist die Tanke. So. Und mit dem Workbike kannst du jetzt sogar recht gut durchfahren. Schaffst du mit einem normalen Auto nicht so. So, jetzt eigentlich immer geradeaus auf der Straße. Ja, bis wir letztendlich ankommen oder eben nicht mehr ankommen. Also wir fahren jetzt praktisch bis in den Tod. Oder bis wir halt dann laufen müssen. Laufen ist jetzt nicht das Problem. Es kostet halt wirklich sehr viel Zeit von A nach B da, oder relativ viel Zeit von A nach B zu kommen, aber es passiert halt nicht viel. Also du hast keinerlei... Da ist auch nichts zu sehen. Du hast halt keinerlei Puppet-Spawns eigentlich. Wie gesagt, wenn du eine moderate Geschwindigkeit an den Tag legst, was jeder mit dem Charakter, der ansatzweise Ausdauer hat, ohne Probleme leisten sollte. Oder leisten kann. Hast du nicht die großen Probleme. Aber hier kannst du auch wunderbar querfeld einfahren. Musst du aufpassen, diese Strohballen, die darfst du nicht rammen. Die sind aus Beton. Aber so machst du halt Strecke. Schön geradeaus. Du siehst ewig weit. Es ist nichts im Weg. Kein Wald, vor allem keine Steine. Keine großen Steine, über kleine Steine kannst du mit Dirtbike tatsächlich ja drüber fahren, über die kleinen Äste auch. Das funktioniert mit dem Auto beispielsweise schon gar nicht. Aber das Dirtbike ist halt auch für Offroad gedacht. So sparst du halt auch nochmal 2-3 Meter. Da ist ein Brunnen. Müssen nur aufpassen, hier natürlich kann trotzdem was spawnen. Aber die Trinkgelegenheit nehmen wir schnell mit. Viertel Benzin haben wir noch. Das könnte reichen, dass wir mit dem Rager... Also ich würde zur Burg fahren mit dem Rager tatsächlich. Ich würde bei der Burg kurz looten gehen. 3-4 Schwerter.
Bögen und so weiter. Wir können das alles dann in den Ranger reinschmeißen, dann zum Händler das Zeug verkaufen, da nochmal einen Benzinkanister kaufen und dann gucken, dass wir tanken können. Also das wäre jetzt der Plan. Ist scheiße, dass wir nochmal die Burg looten müssen, aber die Burg bietet sich einfach an, weil das Ding halt leider neben, ja, gleich neben dem Händler ist und du da echt gut, richtig, richtig gut Kohle machen kannst. Das ist halt schon Luxus. Das ist einfach Luxus, den du da hast. Und wenn wir den Platz haben, können wir so viel Schwerter mitnehmen oder das Bögen auch mitnehmen, die auch nochmal $200 bringen. Und ich meine, was brauchen wir denn? Wir brauchen $2000, da hätten wir zwei Benzinkanister voll. Das reicht schon mal eine Weile. Dann nochmal ein 1000er, 2000 oben drauf vielleicht, damit wir den Ranger an der Tanke noch voll kriegen. Und dann kannst du erstmal, wenn der Ranger einmal voll ist, kannst du die halbe Insel fahren praktisch mit dem Ding. Dirtbike ist halt echt im Benzinverbrauch krass. Beziehungsweise der Tank ist zu klein. Fast halt nicht viel. So, wir müssen jetzt dann gleich in dem Dorf links. Aber leider, wenn ich jetzt hier vom Gas beispielsweise runtergehe, du nimmst unglaublich viel Geschwindigkeit raus, weil er automatisch schaltet. Du kannst das Ding halt nicht rollen lassen. Was ich jetzt machen würde, Gang raus, rollen lassen, bergab beispielsweise, um Benzin zu sparen. Wäre noch cool, wenn die Mechanik reinkommen würde tatsächlich. Wenn du das machen könntest. Dass du sagst, ja, ich mache einen Gang raus, lass das Ding jetzt bergab rollen komplett und spare dadurch Benzin. Wäre ein cooles Feature tatsächlich. Aber so nimm da halt das Gas komplett raus und du bleibst praktisch einfach stehen. Außer du machst den Motor aus, dann kannst du mit dem Ding rollen, den Berg runter. Ist aber auch nicht wirklich zielführend dann. Weil wenn du einmal 100 km drauf hast, bergab, die hältst du eine Weile. Wenn er nicht automatisch bremst mit dem falschen Gang. Ich meine, jeder Auto fährt, kennt's. So, wir müssen jetzt hier rüber. Wobei, komme ich jetzt von oben wieder? Nee. Ach, ist egal, wir finden's. Daran wird's am Ende nicht scheitern. So, wir müssen jetzt allerdings, da wir den jetzt zusammenbasteln werden, müssen wir jetzt den Spawn ein bisschen abwarten. Ja, das immer. Weil jetzt werden dann natürlich dann gleich die Puppets spawnen, dann werden sie wieder auf uns zurennen. Und so weiter und so fort. Da steht das gute Stück, die Räder sind drin. Hier haben wir halt auch noch relativ viel Wald. So, der Spawn wird jetzt dann gleich kommen. Dann werden sie von allen Ecken wieder angerannt kommen. Haben wir hier ein Ding, wo wir draufklettern können? Nicht wirklich. Gut, wir können, glaube ich, auf die Holzstapel notfalls. Ich würde mich versuchen, jetzt ranzukämpfen. Also, wir verändern mal die Position. Kann natürlich auch sein, dass... Ja, genau, dass sie jetzt dann von vorne spawnen. Und so weiter und so fort. Da kommen sie schon angerannt, glaube ich. Ist halt scheiße, wenn sie aus der Richtung kommen, wo ich jetzt hinrenne, dass ich praktisch in sie reinlaufe, weil ich sehe hier herzlich wenig. Aber die müssen jetzt alle angerannt kommen, nach und nach. Ah, da unten sind sie schon. Aber wir können die militärischen Häuser sowieso schnell mal mitnehmen. Wo der militärische Loot rumliegt. Ich bräuchte einen neuen Helm unter anderem. Da könnte man notfalls draufklettern. Liegt aber auch gerne mal ein Magazin rum. Vor allem kannst du dich hier drin richtig gut verschanzen. Gut, dass mit der Tür... Aber du kannst dich, glaube ich, auch von der Tür... Kannst, glaube ich, auf die Tür oder aus dem Fenster die notfalls... Na, wobei, wenn es die Tür aufmacht, ist scheiße. Weil die Tür zu ist. Wenn in der Tür noch ein Fenster wäre, wäre göttlich. Dann kannst du die einfach ab... Danke. Einfach nur danke. Danke. Schön. Okay, wir haben unsere Nahkampfwaffe gefunden. Wunderschön. Wunderschön. Geil. Einfach mal einen Bushman rausgezogen. Ja, hat sich gelohnt, der Aufenthalt. Bushman haben wir. Einwandfrei. Beste Nahkampfwaffe, wenigster Platz. Wölfe. Okay, Wolf. Gut, dass wir mal reingegangen sind. So, hält einen Schuss mitten ins Gesicht anscheinend aus und dann den zweiten hat er nicht mehr verkraftet. Ganz ehrlich, den werden wir uns gleich in Rager packen. Okay, da oben. Z1 am Arsch der Welt. Okay, du despawnst nicht, oder? Ich glaube nicht.
Wenn er die spawnt, ist es so. Okay, hat sich auch gelohnt. Den Wolf können wir uns tatsächlich in den Ranger reinpacken, weil dann haben wir Fleisch. Erstmal. Und können damit kochen. Das gucken wir uns auf jeden Fall. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich an. Ja, jetzt immer die Metallpfeile priorisiert. So, das ist ein dünner, den können wir so wegschießen. Das ist völlig egal, wo wir den hitten. So, jetzt gehen wir runter. Jetzt sollte der spawnen, also es sollte jetzt nichts mehr respawnen zumindest. Oder es sollte nichts mehr hinlaufen zum Fahrzeug, wo wir eben angekommen sind. Je nachdem, wo der Spawner eben ausgelöst wird, laufen die Puppets hin. Das kann früher sein, das kann später sein. So, Freunde. Wir haben einen PP-Rager. Mit allem drum und dran. Okay. Kann ich da drauf zugreifen, wenn wir... Ja, oder? So, beide Reihen sind 5 fehlen. Wagen im Fahrzeug montiert. 79%. Die Räder sind auch ansatzweise okay. Ist nicht mega krass gut, aber... Besser wie nichts. So, Reifen montiert, Reifen montiert. Der ist irgendwie gespawnt anscheinend. Keine Ahnung. Ich habe mich gerade mega erschreckt. Service beenden. Kann auch sein, dass noch welche kommen. Okay, die ersten Räder haben wir. Magenheber montieren. Rad ran. Rad sollte dran sein. Service beenden. Wir haben einen stehenden Rager. Ohne Fenster, also ohne Türen und so weiter, aber das sind Dinge, die wir erledigt bekommen. Haben wir gerade die Holzpfeile, ja. Wunderschön. Ciao. Alle Metallpfeile jetzt mittlerweile verschossen. Auch gut. Gut. Jetzt ist die Frage, wie es sich lohnt, da Benzin reinzupumpen in das Ding. Fuel from container. Treibstoff abzapfen. Wir müssen den Ranger den Berg hier hochfahren. Dann können wir runter. Fuel from container. Wobei das reicht. Das ist ein Viertel. Freunde. Das ist ein Viertel. Das müsste reichen. Ich glaube, das reicht. Push. Kriegen wir das überhaupt den Berg da hochgedrückt? Ist wiederum die andere Frage. Not so really. Aber da unten geht's auch lang. Also, warte mal, wir probieren es mal mit einsteigen. Aber hier geht's halt nicht bergab. Weil kostet mich das Benzin? Wir fahren und wir schieben ihn bis runter. Aber bevor wir das jetzt machen, ganz kurz hier reingeschielt. Den Wolf werden wir wohl liegen lassen müssen. Wobei wir... nice.
Da haben wir unseren Helm wieder. Nicht der beste Helm, aber hey. Ich würde den Wolf trotzdem gerne mitnehmen eigentlich. Zumindest ein Teil davon. Okay, Drohne. Ich meine, wir können ihn jetzt zerlegen. Wir können ihn jetzt zerlegen. Pfeile haben wir. Oh, mehr als genug. Arbeitshandschuhe. Wir nehmen ein bisschen was von dem Wolf noch mit. Der Ranger. Cool, wenn ich ihn hoch hätte schieben können. Aber das funktioniert wohl nicht. Die Steigung ist zu steil. Aber wir brauchen nur eine gewisse Bergabstrecke, damit wir 15 km/h drauf kriegen. Um die 15 km/h sind wir dann praktisch dazu in der Lage, ihn zu starten. Und dadurch, dass der die Lichtmaschine hat, haben wir eigentlich kein Problem mehr. Ich habe noch ein bisschen Panik, dass jetzt hier gleich irgendwo Puppets rausspringen. So, ist der Wolf jetzt noch da? Ne, ist tatsächlich schon despawned. Ernsthaft? Ah, das wär, okay, er verhält sich dann wie Puppets. Ah, der Wolf hätte hier rumliegen müssen. Der verhält sich dann wie Puppets, sobald man ihn nicht anfasst. Wir hätten ihn zerlegen müssen, glaube ich. Dann wäre er vielleicht länger geblieben. Okay, shit happens. Wir werden wieder irgendwo mal ein Tier finden. Notfalls ein Bär. Und dann werden wir ihn auch erlegen. Ja, der ging mitten durch ihn durch. Hab das gesehen. Haben wir schon respawn? Im Sägewerk selber gibt es halt nicht wirklich was, was sich lohnt zu looten. Außer, ja gut, die 2-3 Kisten da können wir noch mitnehmen. Wenn wir eh gerade da sind. Das soweit geklärt haben. Mein Dirtbike steht jetzt erst mehr rum, aber das werden wir dann holen, sobald wir Benzin haben. Wir können höchstens diese 2-3... Ja, diesen einen Raum hier. Können wir mitnehmen. Ich meine, hier spawnen ja nicht mal Puppets. Mal ganz abgesehen davon. Das Ding ist leider leer. Oh, eine Handsäge. Okay, hat sich schon gelohnt. Brauchen wir für ein Base-Build. Fürs Basenbau. Ein Beil. Geil. Okay, ich nehme es zurück. Sogar... Ressort steht hier. Da habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Okay, hat sich schon gelohnt. Hier kurz reinzuschauen. Definitiv. Allein wegen dem Buy. Firefighter-Hose können wir auch verkaufen. Wunderschön. Ist ein Huni. Ist ein Huni. Toiletten. Boah, der wäre jetzt scheiße, wenn wir kriegen würden. Wobei, hier ist nicht Leiter. Ja, okay. Nochmal. Das ist halt auch, das ist auch einiges an Kohle. So. Kisten. Gelber Schraubendreher noch? Komm. Mein, wann hab ich mal... Okay, das sind ganz viele Puppets. Wann hab ich mal Glück in dem Spiel? Oder? Also, der Start... Hatten wir schon einen besseren... Ich glaube, ich hatte noch keinen besseren Start bis jetzt. Ist doch schon wieder der nächste gespawnt. Hier noch haben wir Pfeile. Muss ein bisschen aufpassen. Wir haben aber immerhin eine Motorhaube. Ah. Oh, 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 oh. Ja, ja, aus. Ab, 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 ab. Ab, 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 ab. Na, das war nichts. Er war drauf. Wir müssen halt auf jeden Fall den Weg clearen, den wir fahren. Oder den wir jetzt gleich schieben. Sonst haben wir ein Problem. 26 Nahrung. Hier hin. Und hier kann ich dann rollen lassen. Müssen nur noch bis dahin kommen. Das kriegen wir hin, oder? Anscheinend nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Serverwartung. 5 Minuten, dann geht's wieder. So, mal gucken, ob es wieder geht, denn wir haben ein großes Problem. Wenn wir jetzt nämlich wieder neu reinkommen und der Server resettet ist, werden gleich wieder Puppets spawnen. Das könnte mein Tod werden. Wir gucken mal. Ich versuche jetzt den Ranger, sobald wir reinkommen, so weit wie möglich vorzuschieben. In der Hoffnung, dass keine Puppets kommen. Wenn Puppets kommen, boah, keine Ahnung, müssen gucken, wo wir hinlaufen. So, Serverzeit nochmal abgelaufen. Aber es müsste jetzt eigentlich gleich wieder funktionieren. Problem ist tatsächlich halt, alles resettet, einmal komplett. Loot ist jetzt auch wieder da. Super, bringt uns aber eigentlich nichts. Problem hier jetzt tatsächlich eigentlich mehr,
dass halt die Puppets neu spawnen werden, neu auf mich zugerannt kommen werden nach einer gewissen Zeit. Vor allem sehr schnell teilweise natürlich auch. Wir laden auch eine gewisse Zeit ins Game einfach rein. Das dauert nicht lange, aber das reicht eigentlich schon, dass die ersten auch vielleicht auf mich zugerannt kommen. Ungünstig. Sehr, sehr ungünstig, dass jetzt der Server-Restart war. 18 Uhr ist beim Server-Restart. Okay, wir sind drin. Wir schieben jetzt gleich und gucken mal, was passiert, wenn es ganz scheiße läuft. Gut, wenn wir sterben, wir haben doch das Fahrrad in der Base stehen, ich kann am Bett spawnen, müssen mit dem Fahrrad hier hochfahren, das Ding dann holen. Das würde man dann in der nächsten Folge erledigen. Ich möchte in der Folge nämlich noch drin haben, damit wir den Rager schieben. So, aber wie gesagt, jetzt kann hier jederzeit der Reset wiederkommen. Ja, ich höre sie schon. Push. Ich höre es schon hinter uns. Ah, und vor uns. Oh Gott, vor uns sind auch welche. Muss halt auch einen Moment anhalten. Okay. Ja, da hinten. Da torkelt er schon. Okay, wir müssen hier hochfahren. Ja, hier hinten looten. Fertig. Nee, das reicht nicht. Wir müssen den Berg runter. Es sind 5 Meter, die mir fehlen. 5 Meter, Freunde. Zum Glück. Anhalten, 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 anhalten. So. Perfekt. So, wir fahren jetzt den Berg hier runter. Dann links wieder hoch, die Serpentine zurück. So, jetzt rollen wir nämlich. Und bei 15 km/h sollte die Batterie angehen. Beziehungsweise sollte der Motor starten. Yes! Er läuft! Wir sind mobil! Wir sind mobil, Freunde. Wir haben einen Rager. Yay. So, jetzt dann links hoch. Alles andere bringt uns nichts. Jetzt dann zum Händler. Da looten. Beziehungsweise Burg looten. Burg einmal durchlooten. Zeug verkaufen. Fertig. So, ich hoffe, ich habe genug Klamotten dabei. Sonst haben wir noch ein Problem damit. Aber ja. Wir haben einen Rager, Freunde. Wir sind mobil. So, dann muss er natürlich jetzt noch kurz fahren, weil wir die Batterie aufgeladen brauchen. Sonst haben wir wieder ein Problem, wenn wir den starten wollen. Muss erst wieder einen Hügel finden. Aber hey. Frage ist, ob wir dieses kleine Dorf mitnehmen sollen, aber ich glaube nicht. So, und mit dem Benzin. Das Problem ist, diese blöde Serpentine jetzt dann hochzuschüren. Das kostet unglaublich viel, ja, leider Benzin dementsprechend. Wer fällt ein? Weiß ich nicht, ist jetzt nicht die Mega-Option, glaube ich. Oder quer hoch zur Burg. Moin. Risky. Volles Risiko. Volles Risiko. Ich glaube, benzinmäßig gibt sich das nicht viel. Ich meine, es ist ein Offroad-Wagen. Ich hoffe, ich mache ihn nicht kaputt. Aber wenn wir eine halbe Serpentine gespart haben, alles einwandfrei. Das sieht gut aus. Über kleine Steine fährt er auch drüber. Kleine Äste tun ihm auch nicht weh. Nur die großen Steinchen natürlich sind ein Hindernis. Umkippen auch eher nicht. Steigung, ja, geht. Yes! Das hat ordentlich was gespart. Da reicht das Benzin. Zum Händler. Der Benzinverbrauch ist einfach auch geringer. Hier ist schon die Straße, oder? Yes! Aber eine gute Idee. Hat uns null Haltbarkeit vom Auto gekostet. Wir sind das halbe Teil oben. Einwandfrei. So, und jetzt dann halt Richtung Burg. Die Stadt können wir natürlich auch nochmal mitnehmen, aufgrund von Ersatzteilen für den... Ich hätte natürlich jetzt gerne die Heckklappe. Wir brauchen natürlich die Türen, allen drum und dran. Aber hey, wir haben einen fahrbaren Rager. Besser
Geht's nicht. Jetzt dann Burg looten. 32 Ruhmpunkte? Wieso haben wir so viele Ruhmpunkte bekommen? Wer hat das geschafft? Waren wir nicht genug bei 26? Ist das, weil wir das Auto für uns beansprucht haben? What? Schön. Also würden wir uns nicht beschweren, aber wieso haben wir jetzt so viele Ruhmpunkte bekommen? Und das Benzin, ganz ehrlich, das reicht im Fahrzeug einfach viel länger wie im Dirtbike. Gut, das Fahrzeug hat auch mehr, also passt mehr Benzin rein, aber wir haben jetzt auch nur 15, lass es mal 20 Einheiten, die wir getankt haben, sein. Vielleicht 25 Einheiten. Ganz ehrlich, ich glaube, im Dirtbike wären wir schon wieder leer, oder? So, wir fahren jetzt vor. Aber wir werden das noch durchfahren, dann reicht es zumindest die Batterie. Ich kann heute Abend noch eine Folge aufnehmen. Momentan ist 18 Uhr, wo ich das Ganze aufnehme. Ich werde heute Abend noch eine Folge aufnehmen. Und können dann hier einmal durch das Dörfchen komplett durchlooten. Da nochmal ein bisschen was mitnehmen. Abgesehen davon, dass wir auch Klamotten bräuchten, weil uns wird tatsächlich irgendwann auch kalt. Wir sind relativ gut vorbereitet mit den Klamotten, aber besser geht immer. Vor allem können wir dann mal ein bisschen was jetzt einpacken halt auch. Kisten werde ich noch anfertigen müssen. Das machen wir dann erst zu Hause in der Base. Und dann parken wir das Teil jetzt erstmal hier. Und ich würde sagen, voller Erfolg in dieser Folge. Wir haben einen Rager. Danke fürs Zusehen. Gerne gefällt mir da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ich logge jetzt hier aus. Tschüssikowski. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.